Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Online-Pressekonferenz der Exporeal 2014. Es sind jetzt noch knapp 2 Monate bis zur Exporeal, die am 6. August losgeht. Und es gibt sicherlich viele Fragen, die unsere Aussteller, Besucher und auch Pressevertreter beschäftigt. Und ja, in der nächsten halben Stunde wird uns Frau Bollmann, die Projektleiterin der Exporeal, ein bisschen was erzählen zur Messe, was dieses Jahr passiert. Ja, mein Name ist Katrin Polenz, bin die Pressereferentin der Messe und werde dann heute durchs Gespräch führen. Frau Bollmanns, die 17. Exporeal, wie gesagt, nicht mehr weit weg. Wie sieht denn bei Ihnen die Organisation aus? Was ist schon erledigt? Was muss noch erledigt werden in der nächsten Zeit, damit wir dann eine erfolgreiche Messe im Oktober haben? Also wir sind schon im Endspurt, Richtung Ziel gerade, und haben fast alle ganz großen Themen erledigt. Wir haben für alle Aussteller einen Platz gefunden, das heißt, die Hallenaufplanung ist erledigt. Wir haben die Registrierung für unsere Besucher online genommen, das heißt, jeder kann sich jetzt auch aktiv um Karten kümmern, kann seinen Messebesuch planen und vorbereiten. Wir haben das Konferenzprogramm fast abgeschlossen, die Themen stehen und die meisten unserer 400 Referenten haben sich auch schon zurückgemeldet. Und die es nicht gemacht haben, sind gerade im Urlaub. Das ist natürlich, damit kämpfen wir jedes Jahr, wenn man im Oktober eine Veranstaltung hat. Aber ich sag mal, da sind wir auch erfahren genug nach 17 Jahren, um zu wissen, dass es bis zum Schluss so bleiben wird und sich auch noch einige Dinge ändern werden. Der größte Milestone für uns dieses Jahr war, für unsere Teilnehmer Matchup live zu nehmen oder online zu bringen. Eine verbesserte Datenbank für unsere Aussteller und Besucher und Pressevertreter. Und die läuft jetzt seit Mitte Juli. Also von daher ist da auch schon mal ein ganz großer Stein ins Rollen gekommen. Sie haben gerade Matchup erwähnt, die neue Teilnehmerdatenbank der Exporeal. Und was waren denn Beweggründe, jetzt eine Closed-User-Community im Grunde an den Start zu bringen? Was sind die Vorteile für die Teilnehmer der Exporeal mit Matchup? Sie haben es gerade gesagt, wir haben eine Closed-Community an den Start gebracht, weil wir festgestellt haben, dass erstens alle Teilnehmer der Exporeal gerne im Vorfeld miteinander kommunizieren und schon Termine ausmachen wollen. Also nicht nur die Aussteller untereinander, sondern auch die Besucher, Pressevertreter wollen gerne schon Interviewanfragen organisieren. Studenten wollen sich informieren. Und das Ganze natürlich in einem geschlossenen Bereich, dass man nicht auch noch von anderen Verkäufern berieselt wird. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir gezielt unseren Teilnehmern Profile abfragen, also wirklich einstellen, warum man auf der Exporeal ist, was man sucht, was man selbst bietet. Und das System macht dann Vorschläge, wen man einerseits treffen kann, hilft aber auch im Vorfeld, die richtigen Kontakte zu identifizieren. Und wir sind damit erstmals auch in die Lage versetzt, so eine Art Terminvereinbarung und in Verbindung bleiben, vor der Exporeal zu betreiben, während der Veranstaltung und natürlich auch danach. Das heißt, wir wollen das dann ganzjährig auch laufen lassen. Können Sie schon absehen, wie das angenommen wird von den Teilnehmern der Messe? Bisher noch etwas verhalten. Liegt daran, dass wir seit 2,5 Wochen ungefähr online gegangen sind. Wir kämpfen sicherlich auch noch etwas mit der Urlaubszeit. Das heißt, das Registrierverhalten ist insgesamt im August immer noch langsam, wird aber sicherlich deutlich zunehmen ab September, wenn die großen Urlaube zu Ende sind. Und wir haben natürlich auch für unsere Teilnehmer, weil es ja auch nagelneu ist, verschiedene Tools auf der Website eingestellt, einen kleinen Film, der das Vorgehen erklärt, Tutorials, FAQs haben wir eingestellt und wir haben auch noch eine persönliche Hotline eingerichtet, wo sich Teilnehmer, die sich A registrieren und auch profilieren wollen, anrufen können, um auch die nötige Unterstützung dabei zu erhalten. Neben Matchup, was schon nach einem sehr großen Projekt klingt, was gibt es denn sonst noch an Veränderungen oder Neuheiten auf der diesjährigen Messe? Wir haben sehr stark am Konferenzprogramm der Exporeal gearbeitet. Wir wollten gerne auch diese Rolle des Trendgebers oder des Impulsgebers weiter ausbauen, den wir uns als Exporeal auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, wir haben nicht nur einen Themenkomplex aufgebaut, der sich um immobilienwirtschaftliche Fragestellungen dreht, sondern wir wollen auch mal Themen anbieten, die vielleicht nicht notwendigerweise auf eine immobilienwirtschaftliche Messe gehören, aber dennoch das Handeln und das Tun unserer Teilnehmer bestimmen. Das heißt, wir haben den Mittwoch unter das Thema kluge Köpfe, kluge Gedanken gestellt und werden da Themen aufgreifen, die für jeden in irgendeiner Form relevant sind, aber die keine klassischen Immobilienthemen sind, wie Regulierung oder Finanzierung. Und das war so der ganz große Schritt dieses Jahr, diesen Weg zu gehen. Und wir haben auch
für die Zielgruppe der Regionen und Städte ein eigenes Forum entwickelt, wo wir wirklich Stadtentwicklungsprojekte präsentieren, wo wir auch versuchen, Städten Anleitungen zu geben oder Hilfestellungen auf der Suche nach einem eigenen USP. Der Wettbewerb der Städte untereinander wird immer härter, europäisch wie auch innerhalb Deutschlands. Und da werden wir einfach die Experten mit ihren Best Practices zu Wort kommen lassen, wie sie zum Beispiel innerstädtische Strukturen wiederbeleben, wie sie einen Standort durch Universitäten beleben, wie sie das Thema digitale Ökonomie aufnehmen, was sie dafür bereitstellen. Und ich finde, so ein Erfahrungsaustausch ist auch wirklich für diese große Zielgruppe in der Region sehr wertvoll. Und nochmal zurück auf kluge Köpfe, kluge Gedanken. Können Sie da schon noch ein bisschen mehr erzählen? Also wissen Sie schon, wer die Sprecher sind? Stehen die Themen schon fest? Ja, da haben wir uns jetzt in der Tat organisiert, weil das Exporeale Forum ist ja schon am 6. Oktober. Wir haben uns das Thema Social Media, soziale Netzwerke, auf die Fahnen geschrieben und haben dafür einen anerkannten Experten gewonnen. Das ist Colin Kuhn, der unseren Zuhörern da sicherlich interessante Einblicke geben kann. Wir werden uns aber auch mit einem Zukunftsforscher beschäftigen, der darüber Auskunft gibt, wie unsere Welt von morgen unser Handeln und unsere Arbeiten, unser Lebensstandard beeinflusst und auch den Lebensstil. Das macht der Klaus Burmeister. Und wir haben uns auch noch einen Soziologen sichern können, einen Professor für Soziologie der Ludwig-Maximilian-Universität in München, Herr Nassimi, der auch darüber Auskunft gibt, wie wir selbst unser eigenes Handeln und unsere eigenen Aktionen, ja, wie die unser Leben beeinflussen. Und das Ganze wird inhaltlich zusammengehalten von der Frau Gundula Gause, die die meisten sicherlich von Ihnen kennen, die als Nachrichtenredakteurin im ZDF allabendlich zu sehen ist. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich denke mal ein schönes Thema für den letzten Messetag, wenn wir alle von den ersten zwei Tagen schon etwas erschlagen sind von dem Team, wo wir auch schon gleich beim Konferenzprogramm wären, beim normalen Konferenzprogramm, wenn ich das mal so sagen darf. Was gibt es denn da für Schwerpunkte dieses Jahr? Was erwartet die Besucher und Teilnehmer? Die Besucher und unsere Teilnehmer erwartet eine spannende Auftaktdiskussion zur Zinswende und zur, wann wird sie denn erwartet. Die letzten Jahre waren ja geprägt von einem stark Niedrigzinsumfeld, was auf der einen Seite das Geld sehr günstig gemacht hat und einen wahren Investmentboom hier in Deutschland hat ausbrechen lassen. Und jetzt geht es eher darum, was passiert, wenn diese Phase dem Ende zugeht und wir in eine Hochzinsphase geraten, was dann auf einmal passiert in einem Markt, wo Finanzierungen dann nicht mehr so günstig zu erhalten sind. Und da werden wir einige Experten zu Wort kommen lassen, wie deren Einschätzungen dazu aussehen. Und dicht gefolgt oder auch sehr dicht zusammenhängend mit diesem Thema ist sicherlich die Frage, ob wir den Turnaround nach 2008 geschafft haben. Auch hier die Frage, wie hat sich die Branche überhaupt nach 2008 entwickelt, worauf hat sie sich eingestellt, was hat sie auch wirklich geändert. Diese beiden Fragestellungen hängen eng zusammen und daher werden wir da auch zwei eigene Diskussionsrunden dafür anbieten. Die Exporeal wird ja auch im Zusammenhang mit dem Konferenzprogramm immer als Stimmungsbarometer der Branche auch gesehen. Einmal mehr treffen sich hier alle aktuelle Themen werden diskutiert. Wie würden Sie denn allgemein die aktuelle Stimmung der Immobilienmärkte bewerten und spiegelt sich das auch auf der Messe wieder? Wenn ich mir so angucke, woher unsere Aussteller dieses Jahr kommen und welche Zielregionen sie repräsentieren, dann würde ich sagen, geht es Europa wirklich gut. Das ist vorzugsweise Nord-, West- und Mitteleuropa. Wir können aber auch so einen kleinen Trend der Erholung in Südeuropa sehen. Wir haben erstmals wieder mehr Aussteller aus Italien auf der Exporeal. Das heißt, auch diese Unternehmen haben sich angepasst an die veränderten Strukturen und bringen auch Produkte mit, die für internationale Investoren interessant sind. Das heißt, da tut sich einiges. Wir haben zum ersten Mal auch die Stadt Lissabon auf der Exporeal. Auch ein Signal, sage ich mal, von einem Land, was jetzt auch ein paar Jahre in der Versenkung war. Also daran kann man schon messen, dass sich die Märkte erholt haben. Und weil das so ist, nehmen wir diese Themen dann auch wieder ins Konferenzprogramm auf und berichten darüber, wie die Ausblicke sind. Okay. In den letzten Jahren hat die Exporeal ja auch verstärkt auf spezielle Segmente, Immobiliensegmente gesetzt, wie zum Beispiel die Hotellerie und die Logistik, der Logistikbereich. Und
Wir hatten ja im Vorfeld der Online-Pressekonferenz gebeten, die Journalisten gebeten, uns Fragen zu schicken, wenn es Fragen gibt. Eine der Fragen, speziell zur Logistik, kam von Herrn Jörgel vom Magazin Logistik Heute. Und er möchte gerne wissen, 2004 investierten vermehrt Fonds in Logistikimmobilien und die Neubauaktivitäten sind noch höher als 2013. Was bietet die Expo Real speziell für Experten aus dem Logistikimmobilienbereich? Die Logistikbranche oder die Logistikimmobilienbranche ist sicherlich eine Assetklasse, der immer mehr Bedeutung zukommt. Und deshalb haben wir auch vor 3 Jahren schon angefangen, gemeinsam mit einem Kooperationspartner einen Stand zu konzipieren, der für Logistikimmobilienunternehmen gemacht ist, um hier auch einen Anlaufpunkt zu schaffen für interessierte Teilnehmer. Und der hat sich ganz gut etabliert. Darüber hinaus stellen aber auch viele Logistikunternehmen einfach individuell aus, sodass wir dieses Jahr rund 30 Unternehmen aus dem Bereich auf der Expo Real haben, was für dieses wachsende Bedeutung dieses Segments sicherlich ein ganz guter Status quo ist. Aber es ist halt nicht immer nur der Aussteller, der gefragt ist, sondern es ist auch die Marktinformation drumherum, die relevant ist. Und deshalb gibt es dazu auch einen passenden Nachmittag in dem Konferenzprogramm der Expo Real, der heißt Let's Talk Logistics, wo wir nicht nur den Logistikimmobilienmarkt innerhalb Deutschlands analysieren und bewerten, sondern wo wir auch mal ins naheliegende Ausland gucken, gerade wenn man auch sieht, wie sich Logistikströme innerhalb Europas entwickeln. Und da lassen wir sowohl, wie gesagt, nationale wie auch internationale Experten zu Wort kommen, die auch dieser wachsenden Bedeutung der Branche gerecht werden. Und wir haben vor 2 Jahren auch angefangen, einen sogenannten Award zu vergeben, einen Logix Award, wo wir auch wirklich, wie von Herrn Jörgel angesprochen, Neubauprojekte bewerten, die dann in den Bestand kommen oder auf den Markt kommen. Und da haben wir bestimmte Kriterien erarbeitet, nach denen die Preise vergeben werden, um hier auch einen festen Treffpunkt für die Logistikimmobilienbranche auf der Expo Real zu schaffen. Gibt es noch andere Segmente neben Logistik, die auf der Messe jetzt verstärkt eine Rolle spielen? Das ist der ganze Retail-Bereich. Das liegt natürlich auch damit zusammen, dass das Thema Online-Commerce immer stärker wächst. Das hat natürlich Einflüsse auf Entwicklungen in der Stadtmitte, das hat Einflüsse auf das Ganze, auf die Handelsstrukturen in den Städten. Und wir merken an unserem Konferenzprogramm, das wir mittwochs durchführen, dass das Interesse unverändert wächst. Wir haben natürlich auch immer mehr Aussteller aus dem Bereich, die gezielt die Expo Real nutzen, um ihre Expansionsprojekte voranzubringen und sich auch der Immobilienbranche bekannt zu machen, um an gute Lagen zu bekommen. Und natürlich auch diesen Wettbewerb, der heute online durchgeführt wird, in irgendeiner Form standzuhalten. Wir sind auch hier dabei, noch hochkarätige Referenten zu gewinnen, die auch in dem Bereich geforscht haben. Und was wir auch aufnehmen und immer stärker voranbringen, ist das Thema Gesundheitsimmobilien. Das ist ja eine Immobilienform, die nicht nur Krankenhäuser und seniorengerechtes Wohnen hat, es sind auch Pflegeimmobilien dabei. Und das ist ja früher oder später für uns alle mal ein Ausblick, wo wir möglicherweise leben werden und wie wir leben werden. Dem Klima kommt eine wachsende Bedeutung dazu. Und das wollen wir natürlich als Trend. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird und was eigentlich alle immer interessiert, sind natürlich die wichtigsten Kennzahlen der Messe. Also Aufstellerzahlen, Teilnehmerzahlen. Und können Sie in der Richtung schon eine Tendenz absehen und eine Prognose abgeben, wie sich die Messe entwickeln wird? Also eine Prognose ist sicher, wir werden die gleiche Hallenfläche Berlin wie in der Vergangenheit. Das sind 6 Messehallen mit rund 64.000 Quadratmetern. Was die Ausstellerzahlen betrifft, haben wir uns dem Vorjahr angeglichen. Wir sind jetzt bei 1650 Ausstellern und die Erfahrung sagt, dass da auch immer noch zum Schluss einige dazukommen. Ich denke, dass wir so ein Jahr rund um die 1700 erreichen werden. Und besucherweise oder teilnehmerweise hat sich ja gezeigt, dass die Messe relativ stabil ist. Also wir begrüßen jedes Jahr so rund 36.000 Teilnehmer und ich denke, in dem Niveau wird sich das auch dieses Jahr wieder bewegen. Eine große Ausstellergruppe bilden ja immer die Städte und Kommunen. Mhm. Und ich denke mal, wird sich deutschlandweit nicht viel verändert haben. Wie sieht denn das mit dem Ausland aus? Gibt es da neue Städte, die jetzt präsent auf der Messe sind? Gibt es da eine Entwicklung? Also richtig ist, dass wir natürlich immer schon, die Expo Real ist jetzt das 17. Mal, dass wir eine ganz, ganz feste Struktur haben und auch Aussteller aus Deutschland
sind wirklich unsere Stammkunden und zu zählen auch die Städte und die Regionen. Was dieses Jahr für uns erfreulich ist, ist, dass wir es erstmals geschafft haben, 4 Städte aus dem Großbritannien zu gewinnen, die sich auf der Expo Real präsentieren und auch an diesem Investmentboom partizipieren wollen. Das ist für uns ein schönes Ergebnis. Eine weitere interessante Initiative ist, dass sich die Stadt Lyon mit ihren Partnern Birmingham und Göteborg zum ersten Mal zusammengeschlossen hat. Also wir sprechen über 3 Städte ähnlicher Größe, die durchaus international auch im Wettbewerb zueinander stehen, die sich aber erstmals auf einem Gemeinschaftsstand präsentieren, der den Titel European Leading Cities trägt. Das zeigt schon, dass Immobilienmessen auch helfen, zusammenzuwachsen, auch wenn man sonst natürlich um Investoren und Unternehmensansiedlungen kämpft. Und das finde ich ein sehr gelungenes Beispiel, was wir dieses Jahr auf der Expo haben. Schön. Die Internationalität bei der Expo Real ist ja auch immer eine wichtige Frage oder spielt eine Rolle auch. Sie sind ja die größte europäische Messe. Mhm. Und gibt es denn Länder, wo Sie sagen würden, die wären für uns noch spannend auf der Messe zu haben? Wachsen wollen wir alle immer gerne. Also auch für uns gibt es Regionen, die wir gerne noch viel stärker in die Expo Real einbinden wollen würden. Dazu gehört zum Beispiel der nordeuropäische Raum, Skandinavien, Finnland, Dänemark. Das sind einerseits sehr aktive Akteure, aber auch sehr interessante Anlageländer mit einer großen Stabilität. Ich denke, da wird sicherlich das eine oder andere sich in den nächsten Jahren ergeben. Da muss man auch immer gucken, was sich um uns herum noch so tut. Ich denke, wenn das eine oder andere Land auch wieder mal eine Krise überwunden hat, oder auch die Golfstaaten sich etwas eingefunden haben, dass auch da wieder attraktive Unternehmen kommen und die Expo Real als Plattform nutzen. Wir würden sicherlich auch Richtung Asien gucken, Richtung China. Momentan kommt sehr viel Geld aus Asien nach Europa. Da kann man auch sicherlich mittelfristig noch ein interessantes Umfeld akquirieren für die Expo Real. Sie haben vorhin den Logix Award erwähnt für die Logistikbranche. Mhm. Und also generell wird ja jedes Jahr finden viele Preisverleihungen statt auf der Messe selbst von verschiedenen Verlagen, Firmen, die ihre eigenen Wettbewerbe ausschreiben. Und die Expo Real hat ja auch seit jetzt im dritten Jahr einen eigenen Wettbewerb, den Jacob Ester Award. Mhm. Wie hat sich der entwickelt? Der hat sich sehr positiv für uns entwickelt. Aus dieser historischen Figur des John Jacob Astor einen Preis zu formieren, Länder aufgerufen sind oder Unternehmen aus unterschiedlichen europäischen Ländern aufgerufen sind, Projekte einzureichen, ist sicherlich erstmal eine ungewöhnliche Idee gewesen. Wir haben das auch nicht mit einer klassischen Jury hinterlegt, die dann darüber urteilt, welches das beste, nachhaltigste, größte, finanzkräftigste Projekt ist, sondern vielmehr haben wir unsere Social Media Community aufgefordert, darüber abzustimmen und wer denn der Beste in diesem Bereich ist. Das kann man natürlich jetzt nicht mit den klassischen Juryanforderungen vergleichen, sondern da geht es vielmehr darum, welcher der Unternehmen wirklich der cleverste und aktivste im viralen Marketing ist. Aber zeigt auch, dass sich da die Immobilienbranche weiterentwickelt hat. Und der Preis hat inzwischen eine interessante Reichweite. Wir hatten letztes Jahr aus ganz Europa Einreichungen. Wir haben dieses Jahr schon die ersten Anfragen, wann denn die Competition wieder online gestellt wird. Das heißt, es hat sich etabliert, obwohl es nicht das klassische Bambi ist, was verliehen wird, sondern wir verleihen eigentlich auf der Expo Real. Und wie gesagt, belohnen die cleversten und aktivsten viralen Marketeers. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann dieses Jahr entwickelt. Ja, wir auch. Wir sind jetzt im Grunde schon am Ende unserer Online-Pressekonferenz, unseres Experimentes, was wir dieses Mal gemacht haben. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern, Zusehern mitgeben möchten zur Messe? Dass wir uns, wie gesagt, immer freuen, wenn wir neue Besuchergruppen und auch neue Ausstellergruppen auf der Expo Real begrüßen dürfen. Dass wir, glaube ich, dieses Jahr ein wirklich settingendes und interessantes Konferenzprogramm auf die Beine gestellt haben. Dass wir eine Fülle von interessanten Veranstaltungen der Aussteller auf den Messeständen haben. Also die erste Einschätzung ist, dass wir, glaube ich, schon lange nicht mehr so facettenreich unterwegs waren wie dieses Jahr. Und dazu heiße ich Sie sehr herzlich willkommen.
Dann vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um unsere Fragen zu beantworten und auch die Fragen unserer Journalisten und unserer Zuseher. Die alle am Bildschirm, die jetzt zugucken oder vielleicht auch später eingeschaltet haben, wir stellen später die ganze Online-Pressekonferenz nochmal als Video auf die Webseite. Sie können also sich jederzeit nochmal alles angucken. Und wir werden die Fragen auch schriftlich noch zur Verfügung stellen, in den nächsten Tagen ebenfalls auf unserer Webseite. Und wir grüßen Sie dann in 2 Monaten ganz herzlich zur Expo Real. Vielen Dank.